Der Hannes im Hai. Die Sens auf dem Buckel und Maut in der Knoche kehrt durstig der Hannes vom Feld. Beim Schwanenwirt kehrt er dann erst einmal ein und hat sich einen Schoppen bestellt. Er tut gar furchtbar schwitze, drum war sein Durst so groß. Was kann der schlechte Leber auch nitze? Es geht ja kein Mensch was auch. Er war in der Wiese beim Hai. Juchai. Und daheim sei Kathrinche, der kocht ihm sein Brei und eine Brotwurst, ein Doppel gehängt. Die hat sie dem Hannes in Kroppe getan und stellt sie beim Wasser-Getränk. Sie kann nicht länger warten. Sie möchte sich in die Reihe, sie muss heute noch auf ihren Gatte und es geht schon stark auf drei. Auf dem Herd haben brotzelt der Brei, Juchai, auf dem Herd haben brotzelt der Brei. Und der Hannes im Schwane, der trank er drei, und ich glaub, er trank auch der Viert. Dann stolpert er heimwärts und sucht sich sein Brei, und er hat sich in Kroppe geirrt. Er tappt in der Eil der Kroppe, das ist ihm ahnelei, er hat im Wasser Getränk gesoffen, und er denkt, es wär Bratwurst mit Brei. Ja, er denkt, es wär Bratwurst mit Brei. Und wie nun der Hannes der Kroppe geleert, da schläft er und schnarcht wie ein Ratz. Auf einmal kommt dann sein Kathrinchen heim und er sucht das Getränk für den Watz. Da schimpft und kreischt und fluchze. Ach, Kerl, hast du die Kränk. Sie rief, du Lump, du Vollei, du Seffe, was saust du dem Watzer Getränk? Hier steht doch dein Kroppe mit Brei. Juchai, hier steht doch dein Kroppe mit Brei. Da nimmt sie der Kroppe mit Bratwurst und Brei und bringt sie dem Watz an den Trog. Auf einmal wacht der Hannes dann auf und rief sein Kathrinchen nach. Gibst du dem Watz mal Fresse, mal Bratwurst und mein Brei, da macht der Watz die Erbe da schaffe, da schickst du der Watz auch ins Hai. Da schickst du der Watz auch ins Hai.